Eine richtig gute, coole, funktionale Programmiersprache ist Pure. Was heißt das? Ja. Erfahr. Pure heißt, zumindest für mich, dass die Sprache referenziell transparent ist. Ein schöner Fachbegriff, ja. Ja, kann man sich gut mit rausreden erstmal. Aha. Das hängt aber auch zusammen mit der anderen Eigenschaft. Dass Eingabe, Ausgabe, ne? genau das in der Sprache keine Seiteneffekte möglich sind, aber das hängt damit ja zusammen. Jetzt erklären wir wollen das Monadenkonzept, was wir so im Sinn haben, nicht vollständig für alle erklären, sonst sind wir stundenlang dran, haben sich schon 1000 Menschen dran versucht. Wir kommen erst nochmal auf dieses Pure für Leute, die aus der Java-Welt sind oder mit imperativen Sprachen zu tun haben. Eine funktionale Sprache fordert immer ein, dass eine Funktion auf den Eingabewert immer den gleichen, ja, den gleichen, denselben, das ist eigentlich in der funktionalen Sprache gibt es den Unterschied nicht, auf den gleichen Eingabewert immer den gleichen Ausgabewert zurückgibt. Das ist das eine. Und das andere ist, dass sie nebenher auch nichts anderes tut als genau das. Wer zum Beispiel in Java programmiert, man könnte erstmal in grober Annäherung sagen, eine Methode ist sowas Ähnliches wie eine Funktion. Da habe ich ja auch Eingabeparameter und dann bekomme ich irgendetwas zurück. Was ich aber in Java machen kann, ich kann als Seiteneffekt, es gibt zwei verschiedene Arten von Seiteneffekte, zum Beispiel Variablen ändern, die zu meiner Klasse gehören, oder auch Ein- oder Ausgabe machen. Das läuft alles unter Seiteneffekte. Und eine pure Funktion, funktionelle Sprache, funktionale Sprache, sorry, die kann das nicht oder kann sie es doch? Ich stelle dem Herrn Fahr dauernd so Fragen. Doch, die kann das auch nur in der kontrollierten Art und Weise, ne? Das ist ja eigentlich der Witz daran. Seiteneffekte ja, aber kontrolliert, Genau, genau. das ist eigentlich der Witz ist, also wir könnten mit einer funktionalen Sprache gar nichts anfangen. Wären wir nicht in der Lage, mit der auch Seiteneffekte zu haben. Der Witz bei einer puren Sprache ist eben nur, dass wir die strikt kontrollieren, wo und wann wir Seiteneffekte haben. Es gibt eben auch andere funktionale Sprachen, die das nicht kontrollieren, wo man dann auch von nicht reinen Sprachen spricht. Genau. Ne? Da wäre zum Beispiel Lisp ein gutes Beispiel für eine Genau, funktionale Lisp. Sprache, aber eben nicht rein funktional, also nicht pure. Genau, ne? Und diese Kontrollmechanismen, um so etwas zu bewirken, Seiteneffekte und links, da gibt es das Konstrukt der Monade. Ein Klassiker ist die Maybe-Monade. Das ist ein Typ, den es auch so in Haskell gibt. Sie haben das ein bisschen anders genannt. Bei Ihnen ist es Option. Manche sagen auch Optional dafür. Da sehen wir gerade in Zeile 68 den Datenkonstruktor. Mögen Sie den erklären? Ja, also das Option oder auch Maybe, ich komme da aus der Scala-Welt, da heißt das Option, ist im Prinzip definiert durch zwei Datenkonstruktoren, nämlich einmal den Sum-Konstruktor und den None-Konstruktor, wobei None einfach nur ausdrücken soll, da ist kein Wert da, und Sum soll ausdrücken, da ist ein Wert da und das ist er. Kann man sich im Prinzip als Hilfsmittel vorstellen, denn in Sprachen wie zum Beispiel Java ist man es ja gewohnt, dass wenn ein Wert noch nicht initialisiert ist, dass er mit Null vorbelegt ist. Und statt Null wird das jetzt explizit ausprogrammiert. Das heißt, man sagt explizit, ich habe jetzt noch keinen Wert, nämlich None. Und später, wenn dann ein Wert da ist und man das Ganze initialisieren möchte, sagt man, gut, hier habe ich jetzt ein Sum und da steckt der Wert drinne. So, und jetzt sind wir ja bei Ihrer Sprache, in einer Sprache, die gar keine Typen kennt. In Haskell hätte ich so ein ähnliches Konstrukt, da würde ich so eine Typklasse verwenden, die Monad, bla bla, irgendwas heißt. Und dann würden wir dem Ding ja eben auch den Namen geben, Option. Sie erlauben mit Datenkonstruktoren den Programmierer auch Monaden zu nutzen. Ich muss dann nur Programmierdisziplin walten lassen. Und kann dann solche Funktionen einführen wie Map Option, Flat Map Option. Sie haben jetzt sozusagen den Typnamen an die Funktion dran gehängt, ne, als Kenner. Genau, das verhält sich genauso wie mit den Datentypen. Die gibt es nämlich gar nicht in der Sprache und demnach basiert im Prinzip alles auf Vereinbarung.
Und das wird eben auch hier gemacht. Es gibt einfach diese Vereinbarung, dass dieses Argument Option, was man auch hier sieht, eben entweder durch so ein Sum oder durch ein None konstruiert wurde. Und jeder andere Fall, das sieht man auch hier an dem Match, wird einfach ignoriert. Also es wird davon ausgegangen, dass der Benutzer dieser Funktion sich einfach daran hält. Darüber haben wir dann die Möglichkeit, monadisch zu programmieren. Was das Entscheidende ist, bei Monaden, das ist nicht nur eine bestimmte Art des Umgangs mit einem Typ oder hier mit Daten, sondern es gibt auch noch die Monadengesetze, die heißen auch so etwas wie Map und Flat müssen auf eine bestimmte Art und Weise miteinander interagieren, die müssen bestimmtes Verhalten zeigen. Jetzt haben wir auch Monaden dazu da, dass wir die Interaktion mit der Außenwelt steuern können. Und hier haben Genau. Sie auch was angeboten. Das baue ich mir jetzt nicht mehr über Datenkonstruktoren, sondern da haben Sie was Trickreiches gemacht. Genau, es gibt nämlich in der Sprache, das kann ich hier jetzt leider nicht zeigen, weil sie eben hier nicht mit den Datenkonstruktoren eingeführt wurden, gibt es nämlich die Möglichkeit, mit dem IO-Monad zu arbeiten. Und der wird aber durch die Maschine, also durch den Evaluator bereitgestellt, denn es gibt keine Möglichkeit, aus diesem IO-Monad auszubrechen. Das heißt, man kann zwar Werte davon erstellen, aber man kommt dann nie wieder davon weg. Also das heißt, wenn man sich einmal in so einem IO-Monad befindet, bleibt man da auch drin zwangsweise. Mögen Sie mal gerade hinschreiben, wie so ein Return-IO, es gibt in Lambda M die Return-IO-Funktion, die hat eine bestimmte gedankliche Typsignatur dahinter. Genau. Ich schreibe einfach mal die Funktion, also die heißt Lambda M Return IO. Und der gedachte Typ, den gibt es natürlich nicht wirklich in der Sprache, sieht dann so aus. Also ähnlich wie eine Konstruktorfunktion nimmt es einen Wert an und steckt den dann in so ein IO hinein. Ja, man ist ja immer so geneigt, bei den Monaden davon zu sprechen, dass dieses I/O so eine Art Container ist, muss nicht notwendigerweise, der das Ganze kapselt. Die Schwierigkeit ist ja, dass wir auf Lambda M, auf der Monadenseite, so etwas nicht garantieren können, auch nicht die Einhaltung der Monadengesetze. Wenn ich aber mit der Implementierungssprache Haskell tatsächlich einen Seiteneffekt, also jetzt was ausgeben möchte zum Beispiel, da muss ich in dieser Interaktion mit Haskell sicherstellen, dass es einmal eine Monade ist und dass die Monadengesetze erfüllt werden. Das haben Sie wie gemacht? Das habe ich im Prinzip auch wieder auf Vertrauensbasis realisiert. Und zwar sind diese ganzen Funktionen, wie zum Beispiel, es gibt auch ein Print, was auch fest eingebaut ist. Das ist wieder der gedachte Datentyp. Genau, nimmt eben eine Liste von Zeichen an, mit String, und gibt dann so ein IO von Unit, also dem leeren Tupel, zurück. Und diese Funktionen, die sind alle fest eingebaut. Das heißt, man muss sich an der Stelle im Prinzip auf den Compiler-Bauer oder Evaluator-Bauer, Das in heißt auf dem Fall, Sie. genau, in dem Fall auf mich, muss man sich da einfach verlassen, dass ich diese ganzen Funktionen für das IO richtig implementiert habe. Dass die so gebaut sind, dass die tatsächlich die Monadengesetze erfüllen, damit dann auch die Implementierungssprache sauber die Anknüpfungspunkte kriegt. Wollen wir uns mal gerade anschauen, wie das aussieht, wenn man printet oder die Option-Monade nutzt? Also tatsächlich interaktiv Ja. hier einmal ein Beispiel, genau. Also vielleicht erstmal das einfache Beispiel. Wir können ein Return.io von 3 machen. Und das sieht jetzt erstmal komisch aus. Er printet den Wert wieder genauso, wie er ist. Das liegt einfach daran, dass er dafür keine sinnvolle String-Repräsentierung hat für diesen Wert, den wir durch die Anwendung von Return.io kriegen. Ja, ich glaube, wir könnten auch sagen, es gibt ja keinen Datenwert dafür, den ich mir selber bauen könnte. Das ist eben genau der Versuch, das ist intern gehalten, ne? Der Datentyp, den ich da kriege. Und deswegen drucken Sie einfach das aus, was Sie da eingegeben haben, als Gedankenstütze. Das ist ein eigener Datentyp, an den ich jetzt nicht mehr drankomme. Genau. Und Wie komme ich denn überhaupt, was ist denn der Sinn, wenn ich eine Return-IO 3 und da komme ich nicht mehr dran? also es gibt eine Möglichkeit, so ein I/O anzustoßen, dass man da auch tatsächlich irgendwie mal was zum Bewegen bringt, vor allem später auch, wenn man dann was printen möchte. Und da gibt es eben einen Übergabepunkt in der REPL, nenne ich es mal, und zwar mit Doppelpunkt X. Das X steht hierbei für Execute.
kann ich ein IO-Monad, einen Wert davon, zur Ausführung anstoßen. Das heißt, wenn ich dem jetzt so ein Return IO 3 gebe, dann kriege ich tatsächlich dieses Ergebnis der 3. Mhm. Weil er jetzt wirklich den IO-Wert, also die Berechnung angestoßen hat und das Ergebnis aus dieser IO-Welt rausgeholt hat, also aus dieser Box, wenn wir bei der Metapher mit dem Container bleiben. Ja, was hätten wir das jetzt auch, das improvisiert haben wir vorhin nicht abgesprochen, wenn ich die Return IO 3 noch vorquadrieren will, bevor ich sie ausgebe? Dann müsste ich anfangen mit einem Map oder einem Flatmap zu arbeiten. Das heißt, Sie meinen, wenn ich das erst mit Return IO überhaupt erstmal in ein IO reinstecke. Genau, das ist gepackt und jetzt will ich den Wert, der in dieser Packung, was wir eben in den Zeilen davor gesehen haben, bevor wir das Doppelpunkt X geschrieben haben, jetzt will ich da doch noch in dem eingepackten Wert doch noch was anderes draus machen. Das können wir ja gerade mal machen. Dafür braucht man dann die Funktion. Ich schreibe auch gleich wieder die Signatur auf. Map.io nennt die sich. Die erwartet als erstes Argument eine Funktion, die mit dem Wert, der in diesem IO steckt, irgendwas macht. Zum Beispiel quadrieren. Und dann erwartet es noch das eigentliche IO, wo der Wert dann drin steckt. Und macht dann eben genau das. Da kriegen wir dann als Ergebnis von diesem ganzen Ausdruck wieder ein IO zurück, wo dann auch wieder irgendeine Zahl drin steckt, denn wir bleiben ja im Bereich der Zahlen dieser Funktion, nur eben dann die quadrierte Version von dem ursprünglichen Wert. Also jeder, der jetzt irgendwie mit Monaden schon zu tun hat, der findet das jetzt wirklich geil, dass wir Return IO eingepackt haben, doch noch verändern können. Es bleibt aber ein eingepackter Wert, als Metapher immer dieser Begriff des Eingepackten, und dann mit diesem Execute lassen wir es tatsächlich auf der Konsole ausgeben. Super. Genau, und dieses Doppelpunkt X sollte man vielleicht noch erwähnen, für die, die sich da noch nicht so sicher fühlen in dem ganzen Bereich. Das ist kein Element der Sprache, das heißt, ich könnte jetzt nicht einfach in einem Programm, wenn ich jetzt hier einer Variablen was zuweisen wollte, also das würde jetzt nicht funktionieren, denn dieses Doppelpunkt X, das ist wirklich nur ein Übergabepunkt der REPL, wo ich eine Berechnung anstoßen kann. Das ist also in die REPL eingebaut und sonst nirgends, ne? Genau. Es gibt noch eine weitere Bezug zu Monaden. Wir hatten ja eben gesagt, eine Funktion ist referenziell transparent. Das heißt, selbst würden im Rumpf Referenzen verwendet werden, würde ich es von außen nicht bemerken, dass es so ist. Es gibt keinen Kniff, das irgendwie rauszukriegen. Das heißt, referenzielle Transparenz. Sie haben in Lambda M sich entschieden, Referenzen einzubauen. Genau, ja. Und dafür brauchen wir jetzt auch wieder den Trick, irgendwas mit Monaden. Was haben Sie da gemacht? Vielleicht vorneweg, warum ich das überhaupt getan habe. Ist vielleicht noch besser, das zu erklären, ja. Das hat einfach den Grund, manchmal braucht man Referenzen, um optimierteren Code programmieren zu können. Also eigentlich mehr ein technischer Hintergrund. Natürlich könnte man komplett darauf verzichten, aber dann würden einige Programme langsamer ablaufen, wie es technisch möglich wäre. Mhm. Und diese Referenzen, ich schreibe vielleicht gerade, ich habe es eben noch vergessen, nochmal die Signatur hier auf. Also wieder Herr Fahr schreibt jetzt gerade auf, wie die Typsignatur aussehe, wenn man Typen hätte. Und man sieht das erste, was wir da auch eben unten gesehen haben in der Zeile, wenn Sie das mal gerade highlighten da unten, dass dieses Map eine Funktion entgegennimmt, was wir dann da oben sehen in Zeile 3, wie A auf B abgebildet wird, dass diese Quadrierungsfunktion, dann erwartet es einen IO-gepackten Wert, das mit Return IO 3, und liefert dann wieder einen IO-gepackten Wert B zurück. Und das Doppelpunkt Execute sorgt nur dafür, dass wir das dann tatsächlich sehen. Ich vermute, hätten wir das Doppelpunkt X nicht gemacht, hätten wir wahrscheinlich nur wieder eine schriftliche Rückgabe des Ausdrucks, den wir da gegeben hätten. Ne? Ja, so ist es auch. Genau, da ist tatsächlich auch noch beim Printen was falsch, aber das soll uns jetzt mal nicht ablenken. Gut, jetzt kommen wir zur Referenz. Wie sieht da die Typsignatur aus? Gäbe es Typen? Genau, es gibt prinzipiell nur drei Funktionen, denn eine Referenz ist erstmal ein ziemlich einfaches Konzept. Man kann sich das so als
Speicherstelle vorstellen. Und zwar gibt es einmal eine Möglichkeit, eine neue Referenz zu erzeugen. Da gibt man ihr einen Wert. Und dann bekommt man eine Referenz, wo dieser Wert drinne steckt. Auch wieder diese Metapher mit der Box bzw. mit der Speicherstelle kriegt man hier zurück. Aber umschlossen von einem I/O, worauf wir dann vermutlich gleich zurückkommen, warum das so ist. Dann gibt es noch eine Möglichkeit, Referenzen zu schreiben. Hierbei kriegt man die Referenz als Argument rein, die geschrieben werden soll. Der neue Wert ist natürlich vom gleichen Typ in dem Fall. Und das Schreiben gibt erstmal keinen Wert zurück, deswegen ein I/O von Unit. Was ist Unit? Unit ist ein Datenkonstruktor, der quasi nullstellig ist, der nimmt kein anderes Argument an. Oder auch das leere Tupel, also so ist er repräsentiert. Ja, es hängt von Programmiersprachen ab. Manche schreiben tatsächlich sogar Unit hin, ne? Für diesen Typ. Ja, okay. Ist, wird manchmal verwechselt, in Scala kennt man das, mit Void, ist aber nicht das Gleiche, denn von Unit kann man, gibt es immer einen einzigen Wert. Von Void kann man normalerweise keinen Wert erzeugen. Void, die große Leere. Genau. Dann haben Sie noch ein Readref. So, das Readref, das nimmt natürlich auch wieder die Referenz an, um die es geht, und gibt aber jetzt den Wert, der da drin steckt, also worauf diese Referenz zeigt, in einem I/O zurück. Und jetzt kommen wir mal kurz zu dem Geheimnis. Man könnte jetzt wieder meinen, eine Referenz ist einfach, ja, dann kriege ich halt den Haskell-Typ Ref zurück. Warum ist dieses I/O da drum? Das I/O ist da drum, um eben zu erzwingen, dass, wenn ich mit Referenzen arbeite, Zuweisungen oder auch also Lese- und Schreibzugriffe auch in der richtigen Reihenfolge ausgeführt werden. Denn dieses I/O in Kombination mit dem Map-I/O und noch einer anderen Funktion, die ich auch gleich noch aufschreiben kann, das ermöglicht es eben, dass ich Schreibe- und Leseoperationen in einer bestimmten sequentiellen Reihenfolge ausführen kann. Ja, das ist eigentlich genau eigentlich der schöne Hack an der Stelle. Wir bekommen mit newRef Zeile 5 einen I/O-Typ zurück, gedanklich, der existiert ja so in der Sprache nicht, dafür gibt es einen Wert, der eben so gewrappt ist. Und dann muss ich tatsächlich wieder mit diesen ganzen I/O-Funktionen, von denen wir hier dort oben drei dargestellt haben, es gibt noch ein paar mehr in der Sprache, aber die muss ich dann zwangsweise verwenden, um mit dieser Referenz arbeiten zu können. Wir hatten es ja eben mit dem Map-I/O, dann könnte ich dieses A nach B und dann könnte ich da zum Beispiel mein WriteRef oder sowas da machen. Nee, ich glaube damit nicht unbedingt, habe ich aufgepasst. Doch, dürfte ich machen, ne? Ich gucke gerade, der Typ, na, ich bin gerade unsicher, das war zu sehr ins Unreine geredet. Ich wollte gerade, dass diesen Punkt, dass Sie ja gerade so schön sagten, jetzt muss ich eine Reihenfolge haben. Bei Monaden hat man auch diese schöne Do-Notation, die mir eben auch erzwingt, dass ich eine bestimmte Reihenfolge einhalten muss, in der Seiteneffekte passieren, hier in dem Fall der Gebrauch der Referenz. Wie haben Sie das gemacht? Haben Sie eigentlich eine Do-Notation? Eine Do-Notation habe ich nicht. Sondern? Ich muss zwangsweise eben mit einer Abfolge von Map-I/O und Flat-Map-I/O, das habe ich jetzt auch eben hier nochmal hingeschrieben, während Sie geredet haben, muss ich zwangsweise mit den beiden arbeiten. Das kann ich auch mal ganz kurz zeigen. Das hat nämlich den Nachteil, da sieht man dann auch direkt, warum es überhaupt so eine Do-Notation gibt in Sprachen wie Haskell. Denn das wird sehr schnell, hier sieht man es, sehr schnell sehr... Ah ja, da haben wir es. Was passiert da nur gerade an der Stelle, nur damit man den Kontext mitkriegt? Also ohne da jetzt vielleicht tiefer reinzugehen, das füllt im Prinzip einen Kontext, denn Lambda M erweitert sich ja selbst zu einer anderen Sprache und diese erweiterte Sprache implementiert ein Typsystem und dieser Typchecker, der das Typsystem implementiert, der braucht ja auch einen Kontext und der wird hier einfach mit den Standardfunktionen gefüllt. Und da das Ganze in einem I/O drinne steckt, muss das hier auch mit ganz vielen Flatmap-IOs eben realisiert werden. Zeile 853, das schöne Return, wo der ganze Kontext zurückliefert. Das liegt einfach, diese Do-Notation ist deswegen auch erfunden worden. Das hat mit den Verschachteln zu tun und das Eklige ist, dass man diese Schachtelkonstrukte
erst nach hinten weit unten sieht. Das ist auch unangenehm lesbar. Und ich glaube, wenn ich das Riemenkoffer, da sind sie auch in der falschen Reihenfolge. Man will die eigentlich andersrum auch schreiben, wie sie gedanklich dann auch tatsächlich berücksichtigt werden. Genau, denn zuerst ausgeführt wird nicht, wie man das vielleicht erwartet, das, was hier oben steht, sondern zuerst wird jetzt hier unten das ausgeführt. Und dieses ganze Konstrukt hier, das ist absichtlich nicht eingerückt, denn die Einrückung wäre viel zu tief, aber theoretisch müsste ich jedes weitere, was hier im Prinzip drin steht, müsste ich dann einrücken und dann würde das irgendwann so aussehen. Ich spare mir jetzt mal hier oben, das mit anzupassen, aber im Prinzip würde das für jeden Aufruf immer tiefer gehen. Ja, dieses Do-Konstrukt ist nichts anderes als, wenn man so möchte, fast wie eine Art Makro, was einem dieses umschreibt, eine Schreibvereinfachung. Genau, das könnte theoretisch auch mal... Syntaktischer Zucker heißt es immer, nicht wahr? Ja, genau. Das könnte theoretisch auch mein Parser machen, habe ich mich aber einfach dagegen entschieden. Dafür hat das Lambda M ja die Möglichkeit, sich selbst zu erweitern. Ja. Was ich an dieser Stelle nochmal zusammenfassen möchte, was ich so spannend finde an der Sprache, die Herr Fahr entwickelt hat. Wir haben gerade gesprochen über Monaden, die in typischer Weise immer mit strikten Typsystemen eingeführt werden, weil das Typsystem dabei hilft, Monaden als Konstrukt abzugrenzen von anderen Sachen und auch diesen Vorgang, das nennen wir das mal gerade, des Einpackens auch zum Ausdruck zu bringen und den eingepackten Wert vor unerwünschten Zugriffen zu schützen. In Ihrer Sprache, wo man nur Datenkonstruktoren hat, ist es eben erstmal nicht möglich, dieses Typkonstrukt zur Hilfe zu nehmen. Und darum haben Sie diese interessante Entscheidung getroffen, Designentscheidung. Wir hatten eben mal so eine Diskussion darüber, man hätte auch Datenkonstruktoren schreiben können, die vielleicht nicht dekonstruierbar sind. Damit würde man dieser Idee etwas entgegenkommen. Aber Sie haben die Entscheidung getroffen, deswegen native Funktionen einzuführen, die mir diese Kapselung erlauben und dann natürlich auch nur für zwei spezielle, also eigentlich diese eine spezielle, die IO-Monade, realisieren Sie damit in Anführungszeichen nur. Die ist gesichert, weil ich ja auch mit dem System interagieren will, mit der Außenwelt interagieren will. Und diese Funktionen müssen dann auch die Monadengesetze garantieren. Das ist das, was wir sagten, da muss man ihnen vertrauen, dass das auch anständig passiert ist. Aber das ist eine sehr schöne Designentscheidung, zu zeigen, wie auch eine frei typisierte Sprache ein Monadenkonstrukt sauber umsetzen kann. Und das sollte, wer Interesse hat, sich auch nochmal in der Haskell-Implementierung man sich in Ruhe zu Gemüte führen. Gibt es sonst noch was dazu zu sagen? An sich nicht. Vielleicht, was wir noch vergessen haben zu erwähnen, in Bezug auf das Dekonstruieren. Man sieht ja hier beim I.O., man kann zwar immer ein I.O. konstruieren mit diesem Return-I.O., aber es gibt keine, und da muss man sich jetzt einfach mal auf mich verlassen, es gibt keine vorgefertigte Funktion, die man selber implementieren kann oder die auch von der Maschine zur Verfügung gestellt wird, um eben ein I.O. wieder auseinanderzunehmen. Also etwas, was dann zum Beispiel so aussehen würde. Und das ist auch im Prinzip genau der Punkt, warum das I.O. eben nicht in der Sprache implementiert werden konnte, denn ich schreibe das nur einmal hin. Es wäre ja denkbar, so etwas zu tun in der Sprache. Und dann hätte ich natürlich mein Return ganz einfach implementiert, indem es eben genau das gleiche ist wie der Konstruktor. Allerdings habe ich hier das Problem, dass die Sprache so definiert ist, dass sie für jeden Datenkonstruktor auch einen Datendestruktor einführt. Das heißt, im selben Moment, wo ich sowas erlaube, kann ich auch darauf matchen und könnte dann eben mir den Wert wieder rausholen. Und da ich dann eben aus dieser Box ausbrechen könnte, kann ich das I.O. Dann steht jetzt noch ein A wieder hin, dann habe ich den Ausbruch endgültig geschafft. Genau, jetzt würde dieser Ausdruck eben ein I.O. erzeugen und würde den Wert aber auch gleichzeitig wieder auspacken. Und dieses Auspacken ist ja an der Stelle beim I.O. nicht gewünscht. Das ist bei dem ganzen Monadenkonzept ausdrücklich nicht erwünscht, dass ich das einfach so machen kann. Wobei es ja bei anderen Monaden dann eventuell schon möglich ist oder gewünscht ist.
Aber im Falle des IO-Monads will man das ja auf keinen Fall, denn sonst könnte ich ja Seiteneffekte wieder an beliebiger Stelle ausführen und die Reihenfolge wäre auch nicht mehr erzwungen. Sehr schön. Das war also unser Kapitelchen zu Monaden und wir sehen uns gleich wieder.